Lily ließ sich nicht von Garretts Hektik anstecken. Sie wollte sich erst einmal alles in Ruhe angucken. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Lily ließ sich nicht von... Sie wollte... Kann es sein? Ich glaube, Sie haben recht. Lassen Sie mich einen Augenblick nachdenken. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Nicht trödeln, na los! Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje, aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, ha? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberin widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache! Amüsiere uns! Das dauert mir zu lange. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Woogie. Pah! Woogie! In der Tat! Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Das Chaos, Lily. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick! Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lily? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Was?
Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun. Nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Das war also dieser Dr. Marcel, von dem alle sprachen. Die Oberin wirkte wütend wie eh und je. Aber da war auch noch etwas anderes. War das etwa Angst? Lilly musste sich irren. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Aber was tut... Du weißt, was du zu tun hast. Tu es. Das war der Beruhigungstee der Oberin. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. In einigen der Tassen waren Bissspuren. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. Psst, Lilly! Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin, in der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier. Nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee.
Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen, finden Sie nicht? Ach die, das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Können Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Mhm. Das war der vielleicht. Ein Wahrheitsserum aus Tollkirschenextrakt? Lilly war baff. Lilly! Du ungeschickter Nichtsnutz! Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Wenn Lilly schon neuen Tee kochte, dann auch einen, der es in sich hatte. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn Pure Wahrheit, eine Räubusch-Tollkirschenmischung. Endlich! Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind.
wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Küken. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Wenn die Oberin in dunklen Nächten in ihrem Büro saß, zündete sie diese Fackeln an. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so etwas vermutet. Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Na. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant. Aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssten dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Uh-uh. Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert, und vernichte ihn. Du sollst nicht mit Feuer spielen, Wookie. 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 Lilly hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. Auf den ersten Blick wirkte hier alles fremd und seltsam. Vollkommen alleingelassen kauerte sie in einer kalten Höhle, die von dem riesigen Auge der Oberin argwöhnisch beleuchtet wurde. So groß war der Unterschied zur Realität also gar nicht. Es war eine hölzerne Keule, wie Lilly sie nur aus Geschichten über Steinzeitmenschen, Trolle oder Baseballspieler kannte. Lilly hätte sich gerne etwas umgesehen, aber sie wollte nicht riskieren, von dem riesigen Auge der Oberin gesehen zu werden. Diesen Staring Contest würde Lilly verlieren. Ah, er ist taub! Mein Auge brennt! Wer war das? Ein staubiges Fell,
diente der Höhle als Vorhang. Gab es denn hier keine Kinder, die alles sauber hielten? Aber sie wollte nicht... Mein Auge! Oh, aufhören! Mein Auge! Hör weg! Wie das brennt! Na, warte! Wenn ich denjenigen erwische, der hier mit Dreck um sich wirft, der wird sein blaues Wunder erleben! Die Oberin kniff ihr tränendes Auge zusammen. Lilly war vorerst unbeobachtet. Mein Auge brennt! Entweder machten hier Knochenjäger Jagd auf große Tiere, oder jemand hatte angefangen, einen prähistorischen Webstuhl zu basteln. Lilly hatte eigentlich genug Rippen. Man konnte sie gut zählen. Aber die Oberin hatte es verboten, weil es ihr den Appetit verdarb. Lilly traute ihren Augen kaum. Ein echter Zylinder. Direkt auf dem Kopf des sprechenden Schneemanns. Lilly wollte ja nicht pingelig wirken, aber dies war wohl kaum der geeignete Platz für einen Schneemann. Die Feuerstelle ist geschlossen. Artige Kinder spielen nicht mit Feuer. Du bist doch ein artiges Kind, oder? Aha. Na, siehst du. Es gibt keinen Grund für brave Mädchen wie dich mit brennenden Gegenständen zu hantieren. Keinen einzigen. Verstanden? Lilly war nicht überzeugt. Garrett hatte gesagt, sie solle das Feuer benutzen, um Licht zu machen. Das schien ihr schon ein triftiger Grund zu sein. Aber wie sollte sie den Dämonen nur davon überzeugen? Nach der Aktion mit dem Vorhang hatte die Oberin offenbar ihre Kontaktlinse herausgenommen. Seltsam. In der realen Welt trug die Oberin eine Brille. Aber in der realen Welt war die Oberin auch keine 20 Meter groß, also ging das wohl klar. Nanu, was ist das? Was riecht denn hier so komisch? Es riecht nicht nach Karotte, so viel steht fest. Das ist Feuer! Ich brenne! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Lilly wusste nicht so recht. Eigentlich war es ihr verboten, mit Feuer zu spielen. Nun tu doch was, Lilly! Nimm mir den Hut ab! Nimm ihn ab! Danke, Lilly. Du hast mich gerettet. Aber siehst du mal, was Feuer alles anrichten kann. Am besten man lässt die Finger davon. Lilly war ein wenig zerknirscht. Der Schneemann schien gar nichts gelernt zu haben. Was soll das denn jetzt werden? Hey, lass das! Nein, nicht! Nein! Lilly hatte das Feuer entsorgt. Genau wie der Schneemann es ihr aufgetragen hatte. Hoffentlich hatte er jetzt eingesehen, dass es durchaus Situationen gab, in denen man mit Feuer spielen durfte.